Sprühstock. Hallo, das ist jetzt Sprühstock. So, also willkommen bei Hubers Koi Blog. Ich bin Huber und ich hatte euch in dem vorherigen Video mal versprochen, dass ich euch was zu meinem gepimpten Sprühstock, jetzt ist es richtig ausgesprochen, ich habe schon 3 Versuche hinter mir, erzähle. Und zwar ist das so, dass mir bei der Sprührinne von dem PP65 Trommelfilter zu viel in der Laufrinne, in der Sprührinne liegen blieb. Und deswegen habe ich mich da ein bisschen drum gekümmert. Und jetzt schalte ich mal um und dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. Genau. Hier ist der zweite Teil und zwar ist das mein Sprühstock. Also der PP65 Trommelfilter hat normalerweise, ich glaube, 6 Sprühdüsen und ich habe es jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eigentlich hatte ich 12, 11 Sprühdüsen habe ich da jetzt drin. Das habe ich gemacht, weil die Spülrinne häufig verdreckt war. Und zwar gar nicht so sehr hier vorne, sondern da hinten. Und das haben wir nur, wenn man da reingeguckt hat oder reingefühlt hat. Und dann habe ich den früher immer mit einem Schlauch dann gereinigt. Aber das ist alles ein bisschen Quatsch gewesen und deswegen habe ich mich immer umgeschaut und auch einen Anbieter gefunden, abseits von DVS, der diese Sprühdüsen anbietet. Und zwar kommen die nämlich eigentlich aus der Landwirtschaft. Und dort gibt es die für unglaublich gute Preise. Ich gebe euch unten dann auch mal einen Link und dann könnt ihr die kaufen. Und der hat ganz viele verschiedene Sprühstöcke, die man kaufen kann, wo man auch Ersatzdüsen kaufen kann. Und ich kram hier gerade ein bisschen in meinem, da drin, in so meiner Kiste rum. So, und zwar haben wir hier verschiedene Düsen. Das ist die Standarddüse. Ich habe auch Zungendüsen eingebaut. Die kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und das war eigentlich ganz einfach, diese erstmal zu erstehen und dann natürlich auch zu montieren. Und zwar müsst ihr einfach nur an eurem Sprühstock, den müsst ihr einfach mal rausschrauben, zusätzliche Löcher bohren und dann den drumherum klemmen. Und wenn ihr das hier seht, da kommt das Loch rein. Das heißt, ihr müsst das einmal ausmessen, wie breit das ist, also wie der Durchmesser ist, und dann eine entsprechende Bohrung da rein machen. So, und ich habe das ein bisschen zu schnell gemacht vom Winkel her und deswegen kann man das auch sehen. Ich habe also geschlammt, dass die nicht alle in einem Winkel zueinander stehen. Also das kann man besser machen. Asche auf mein Haupt, läuft trotzdem. Ja, und wie gesagt, bei diesem Anbieter aus der Landwirtschaft könnt ihr die eben relativ günstig kaufen. Und auch immer mal wieder neue Düsen kaufen, falls die mal kaputt gehen, verdreckt sind oder was weiß ich denn auch, verloren gehen. Das passiert auch mal, wenn man die reinigt, dass die abseits, also nicht abseits gehen, sondern runterfallen. So, also lange Rede, viel Geschwafel, kurzer Sinn. Es ist möglich, das zu pimpen und das hat aber noch mehrere Vorteile. Jetzt mache ich erstmal eine Probespülung, damit ihr seht, was da jetzt tatsächlich rauskommt. Also, auf geht's. Manuelle Spülung, feuerfrei. Ich hoffe, das kann man so erkennen. Da geht also die Luzi ab. So, und vor allen Dingen, guckt mal, was da für Wasser rausgeht. So, jetzt sagt der ein oder andere Geneigte, ah, ich will keine Wasserverschwendung. Richtig, ich will auch keine Wasserverschwendung. Aber, was ist denn mit eurem wöchentlichen Wasserwechsel, den ihr macht? Wie viel kippt ihr da aus eurem Teich raus? So, und jetzt kommt nämlich das tolle Ding dabei. Durch diese Sprühdüsen verbrauche ich so viel Wasser, dass ich jeden Tag, weil ich ungefähr 1 Kilo Futter verfüttere, eine halbe Stunde lang automatisch das Wasser in den Teich einsetze. Und das kommt genauso hin. Füttert ihr mehr, müsst ihr vielleicht noch manuell das nochmal anstoßen und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Tada. Also auch ganz einfach, nehmen wir mal eben raus und dann gehen wir nachher wieder rein. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ich habe hier das von Gardena und da ist es jetzt eine halbe Stunde alle 24 Stunden, einmal am Tag, und in 18 Stunden spült er wieder. Ganz einfach. Und dadurch habe ich die automatische Wassernachfüllung für meinen Koi-Teich, der hier so aussieht. So, und ich kann das durch den Rand immer ganz gut sehen, wie viel Wasser ich noch zusätzlich nachfüllen muss oder auch nicht, oder ob das zu viel ist, was ich nachfülle. Dann muss ich das einmal ein bisschen stoppen. Jedenfalls ist das die Möglichkeit, hier, ja, ich muss noch ein bisschen aufräumen, da gibt es auch noch mal wieder ein Video dazu. So, also kippen wir das mal hoch und dann gucken wir uns mal den Sprühstock noch mal genau an. Zack, einmal unten drehen und dann seht ihr das auch schon. Das ist eine Zungendüse. Und die gibt es in verschiedenen Längen, verschiedenen Winkeln. Es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Sprühdüsen. Hätte ich nie gedacht, aber ist so. Und da könnt ihr das eben halt damit einstellen. Diese Zungendüsen, die, so, das kann man so sehen, die sind etwas länger. Und damit könnt ihr, ich sag mal, vielleicht einen anderen Winkel noch mit aussprühen. Bei manchen Trommelfiltern ist das so, dass sie so Schwachstellen haben. Zum Beispiel bei meinem. Keine Ahnung warum. Auf dieser Höhe ist immer an dem Rand etwas mehr Dreck als woanders. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Ist aber so. So, und diese zusätzlichen Sprühdüsen, die machen erstens mal eine bessere Spülung der Gase. Zweitens wird die Spülrinne besser gereinigt. Und drittens könnt ihr einen automatischen Wasserwechsel einstellen. Ich denke mal, das sind viele Vorteile. Und ja, ich glaube, damit habe ich genug gesagt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Das ist ein kurzes Video gewesen mit viel, ich glaube, Laberei und einigen Informationen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja Lust dazu, das auch zu machen. Ihr müsst ja auch gar nicht so viel nehmen, vielleicht nur ein paar zusätzliche, könnt ihr ja mal ein bisschen gucken. Oder wenn euch einfach diese Düsen verloren gehen, dass ihr die nachkauft. Ja, viel Spaß. Wenn ihr Fragen dazu habt, schmeißt sie unten in die Kommentarliste rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Wäre noch viel besser. Und ich verspreche euch, es gibt hin und wieder mal Updates zu Koi-Teich-Technik, vielleicht ein paar Tipps zur Koi-Haltung und ja, hin und wieder mal ein Video, wie die Koi aussehen. Alles klar, vielen Dank, und wenn ihr wollt, teilt das Video. Macht's gut, bis dann, tschüss.